Das ist das Condor Moonshiner, ein schweres Haumesser. Und wenn du wissen willst, was ich davon halte und welche Probleme entstehen können, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossen vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, da ist es nun, dieses Condor Moonshiner. Und ich mag da eine ganz kurze Geschichte dazu erzählen. Ich war gestern auf einer Kräuterwanderung, also ich hab die Kräuterwanderung gehalten und da war der Christoph dabei mit einem Teil von seiner Familie und der hat dieses Messer hier mitgebracht und hat gesagt, Reini, ich kenne dich von YouTube und ja, schau dir das Messer an. Und ich habe es in die Hand genommen und es war irgendwie gleich einmal so eine Verbindung zwischen mir und dem Messer da. Und ich finde, dass es extrem gut in der Hand liegt, dass es für die Größe auch ein vernünftiges Gewicht hat, muss ich auch gleich dazu sagen. Und wirklich extrem gut, also, und das hat mir auch gleich gefallen mit diesem Nussgriff und da dieser, dass man also beim Hacken, beim Hauen, dass einem das Messer so richtig schön reinfällt, das hat mir taugt und ich habe ihn gefragt, du Christoph, darf ich das Messer mal ausprobieren? Ich probiere nicht jedes Messer aus, sondern nur, wenn es mir wirklich taugt. Und er hat gesagt, ja, mach das. Und ich nehme das Messer und gehe ein Stück weg von der Gruppe. Der andere Teil der Gruppe hat gerade Nelkenwurz zusammengeschnitten und Weißdorn zerdrückt und sich um Efeu gekümmert und da auch eine Tinktur gemacht. Also ich habe die Zeit gleich genutzt zum Tratschen sozusagen. Und nimm das Messer und schlag einen Ast von deiner Fichte ab. Einmal und zweimal. Und das Ergebnis ist... Und ja, das heißt jetzt nicht, dass das Messer schlecht ist, weil ich glaube das auch nicht, dass das schlecht ist. Aber ich will jetzt ganz einfach einen Härtetest machen und schauen, ob genau dieses Exemplar, das ich hier in der Hand halte, denn der Christoph hat es mir dann dankenswerterweise mitgegeben, ich werde mich um einen Ersatz kümmern. Ich will jetzt wissen, ob das an diesem ganz speziellen Teil hier liegt, dass das gleich so mal so Schaden macht. Weil ich habe mich natürlich mit dem, und jetzt erzähle ich, wow, fürchterlich, ja, ich weiß, es tut mir leid, ja. Ich habe mich mit dem Messer dann natürlich jetzt ganz intensiv damit auseinandergesetzt und mir Reviews angeschaut aus Amerika, aus Deutschland, vom Lasse, der ja alter Condor-Fan ist anscheinend. Und habe eigentlich nur gutes Feedback von diesem Messer bekommen. Und ich kenne Condor ja auch, ich habe ja einige Condor-Messer, ich habe Kukri, ich habe dieses Neo-Nessmuk und ein paar andere Geschichten, aber das einmal an einer anderen Stelle. Und wenn die Condor-Messer interessieren, kann ich auch das eine oder andere mal vorstellen, schreibt mir unten einen Kommentar dazu. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die nur, dass die Klumpert ausliefern, wirklich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und ich kann es mir auch nicht erklären, deswegen machen wir jetzt einen Härtetest. Ich werde jetzt auf alles eintreschen, was ich so sehe. Und was ich abhacken darf, und dann werden wir sehen, ich werde dann zur Eisenfichte gehen und schauen, ob ich das reproduzieren kann. Also das war jetzt wirklich ein zähes Stück Arbeit. Schauen wir gleich einmal. Ich sehe jetzt nichts Unangenehmes, so richtig Arges. Also, das gestern, das war anscheinend irgendetwas anderes. Aber es hat mich halt ganz einfach interessiert, wie das jetzt weitergeht. Und daher, ja, ich werde jetzt weiter, ja, das Messer quälen. Also nur damit du siehst, da geht jetzt einfach fast nichts mehr weiter, weil da der Ast durchgeht und ich genau an dem Ast drin bin. Also wirklich ein Härtetest. Okay. Jetzt genau da an der Stelle natürlich, wo schon auch die Schwächung der Klinge da war, da ist das Ganze jetzt noch einmal größer geworden, noch einmal intensiver geworden
Und ja. Ich meine, mir ist natürlich klar, dass das ein Stahl ist, der nicht unbedingt der härteste Stahl auf der Welt ist, das ist ganz klar. Und ich meine, mit einer Machete zum Beispiel oder dem Kukri, das ich habe, habe ich ja schon einmal ein Review dazu gemacht, wo ich ein bisschen enttäuscht war über die Schärfe, wobei es ja sonst ein gutes Teil ist, dieses Heavy-Duty-Teil, aber sonst, ja, ich war von der Schärfe einfach nicht angetan, aber soll so sein. Sonst, also mir taugt das Messer auch total. Also ich habe ja jetzt rein geschlagen, wie du gesehen hast, wie verrückt. Und das hat nicht wehgetan in der Hand, ja. Weil durch das Einschlagen, hier hinten hast du eben diesen Dorn, oder ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen soll. Das Messer liegt wirklich super in der Hand. Also ich mag das, ja. Das Einzige, was ich halt jetzt, ja, vielleicht liegt es wirklich nur an diesem einen Messer, dass die beim Schmieden sozusagen, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, also bei der Herstellung, bei der Härtung, nicht genau aufgepasst haben oder dass da irgendein Problem ist, das wundert mich. Weil sonst ist das echt ein gutes Messer. Und ich habe mich ein bisschen informiert auch über die Geschichte, deswegen auch Moonshiner, Küchenmesser, Outdoor-Messer, das im Endeffekt für alles gebraucht wurde in der Vergangenheit, ja, in den USA, den Rednecks oder Hinterwäldlern, und das kann ich mir gut vorstellen. Der Klingenrücken ist auch nett, dass man den Feuerstahl bedienen kann, wenn man ihn denn bedienen kann, also wenn man das schafft. Ja. Ich schaffe es anscheinend nicht. Aber jetzt, Sakra, niemals aufgeben. Und ja, das Holz mag anscheinend auch nicht allzu gut anbrennen, aber muss man ein bisschen nachhelfen. Gut, aber es ging ja jetzt nicht darum, dass ich Feuer mache, sondern ich wollte einfach nur das Messer noch ein bisschen quälen. Ja, irgendwie bin ich mir noch immer nicht ganz sicher, was ich dazu sagen soll. Ja, ich habe jetzt lange damit gerungen, bevor ich jetzt eingeschalten habe und etwas über das Messer sagen will. Es ist zu früh, weil ich habe keinen Langzeittest damit gemacht. Ich habe nur damit herumgespielt. Und es ist auch klar, dass das, was ich jetzt gerade gemacht habe mit dem Buchenscheit, dass ich genau aufgeklickt habe, hier an der Kante noch einmal und einen Ast, das macht ja sonst niemand normaler. Ja? Und ich zähle mich auch nicht zu den Normalen. Ja, also, ja, ein bisschen einen Knall habe ich, das ist mir ganz klar. Ich mag das Messer insgesamt, also ich finde die Scheide super gemacht, ich finde auch das Messer gut gemacht, das Reinschlagen, auch das Hacken, wofür es ja teilweise auch sicher auch gebraucht wird. Ich finde, dass das hier sehr gut gelöst ist, das fällt dir richtig schön rein. Es gibt auch die Vibration, wenn du reinschlägst, ich meine, ich habe in einen Buchenscheit reingeschlagen, ne? Die Vibration nicht so arg weiter, ich kenne da andere, da hast du ein Kabaldrundelsyndrom nachher oder eine Sehnenscheidenentzündung, weil das einfach so hier auf diesen Bereich hier einwirkt. Also das ist alles nicht der Fall und ich mag das wirklich. Ja? Es war Liebe auf den ersten Griff sozusagen, nicht Blick, sondern Griff. Schön ist es nicht unbedingt, ja, meiner Meinung nach, aber Liebe auf den ersten Griff. Ja, ich mag dich um einen Kommentar bitten, ob du dieses Messer hier im Einsatz hast. Mir ist klar, dass der Stahl, ich glaube, dieser A1095er, glaube ich jetzt, was ich jetzt in Erinnerung habe, dass das jetzt nicht unbedingt das härteste auf der Welt ist. Aber das hat mich, wie gesagt, beim zweiten Mal hinschlagen, oder ich habe zweimal hingeschlagen und beim zweiten Mal ist das, oder beim ersten Mal ist das schon passiert und jetzt noch einmal, wobei jetzt habe ich es wirklich massiv hergenommen. Das macht mich ein bisschen komisch und da mag ich dir um einen Kommentar bitten, hast du dieses Moonshiner im Einsatz? Kannst du mir etwas erzählen? Davon sind dir solche Sachen auch schon passiert und ich möchte dieses Messer definitiv nicht schlecht machen, überhaupt nicht. Ich kann bei Condor ja einkaufen als Händler, das werde ich auch tun. Ich werde einerseits einmal für den Christoph einen Ersatz besorgen, das ist ganz klar, das ist Ehrensache. Auch wenn du das nicht willst, Christoph, ich weiß, du willst das nicht, aber ich will es ganz einfach. Und ich werde es in den Langzeittest nehmen und damit arbeiten, weil ich es auch persönlich ganz wirklich genial finde und werde dann wieder mal davon berichten, ob solche Dinge wieder passiert sind beim normalen Arbeiten, also nicht bei diesen irren Geschichten, die ich da jetzt gemacht habe. Ich mag dir um einen Kommentar bitten, wie gesagt, mag dir um einen Daumen nach oben oder nach unten bitten, ein Abo, wenn du das erste Mal hier bist, aber andere Videos zum Anschauen, unten der Link zum Produkt. Danke, Christoph, dass ich es dein habe dürfen und jetzt einen Videogrund habe. Und
Danke an dich fürs Dabeisein und fürs Zuschauen. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.